Leute, Proteus hier. Herzlich willkommen zu meinem Let's Play Metro Last Light Redux. Ja, zuerst einmal muss ich mich entschuldigen für das abgehackte Ende der letzten Episode. Ich habe mal wieder total verkackt, der Speicherpunkt war voll schlecht gesetzt und ja, jetzt bin ich an der Stelle am Garten angekommen, ihr habt nichts verpasst und ja, ich steige direkt ein und wünsche euch viel Spaß beim Zusehen. So, jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir hier eine neue Maske kriegen oder sowas. Weil das geht mir langsam auf den Appel. Hier. Ohne Optik. Sieht das aus mit der Ballerei? Ja. Ich behalte mal hier den dicken Onkel. Da lacht doch auch jemand. Vielleicht. Günstig, da haben wir schon mal ein bisschen und eine neue Maske und Luft und überhaupt. Ja, 5 Minuten Luft und Reserve auch noch ein bisschen. Hoffentlich kommen jetzt hier nicht wieder diese Krabbenviecher. Gucken. Noch mehr Luft. Filter sind gut. Filter sind richtig gut. Oh, da liegt so ein... Was ist denn da? Hoffentlich... Zack, ein von hinten, ein von vorne zur Sicherheit. Und... Günstig. Nochmal Luft. So, jetzt soll ich aber mal schleunigst gucken, dass ich hier weiterkomme. Nein, nicht in den Sumpf. Bitte nicht. Oh oh. Ja, die sollen sich mal schön um Fetti kümmern. Brauche ich das nicht machen. Ich hoffe mal, dass die mich in Ruhe lassen. Hört sich auf jeden Fall nicht so an. Oh, ey, was? Wo? Ach so, Tentakeln. Oh. Komm, steh auf, Junge, Pause ist nicht. Moment, ich gehe jetzt mal hier so entlang, ganz chillig. Ach Gott. Was ist denn jetzt? Oh, ich laufe mal lieber. Ich habe gar keinen Bock zurückzugucken. Hört sich nämlich nicht gut an. Ja, danke. Weg, Fifi. Ich wollte nichts von dir. Oh, oh, hier sind noch mehr. Komm, geh weg. Was ist denn hier? Scheiße, da lag noch eine Maske. Geh ich doch nochmal locker zurück, oder? Nee, so wichtig kann das jetzt... Da. So, 4 Minuten 58 Luft und 1 Minute 46. Oh. Na, gucken wir mal, was jetzt kommt. Was sind das denn für Viecher? Ah, Bärchen. Ach, du liebe Zeit, Bärchen. Gegen den Otto muss ich doch jetzt nicht kämpfen hier mit 4 Minuten Luft. 5, ja gut, 5.
Ich versuche mal eins. So, ich tue ihm nichts, dann tut er mir auch nichts. Ein guter Plan. Was ist denn hier mit Luft? Er hat nichts für mich. Ja, ich gucke jetzt einfach mal. Wird schon schief gehen. Ach, da ist der Schwarze. Und... Oh, 4 Minuten 33. Sie beschützt ihre Kinder. Ja, super. Nein, wo? Was? Wie? Wer? Wo? Nein! Geh weg! Da kriegt der eine Kelle. Drücke X hintereinander. Ich X'e. Zack, den Zachel in den Hals hier. Komm, geh weg, du Viech. Nicht... Ey, wo hänge ich denn jetzt? Ja, so ein Medipack ist schon gar nicht verkehrt, ne? Was passiert denn jetzt? Günstig. Sie beschützt ihren Rücken. Sie sind auch verletzlich. Das war schon... Nein! Das habe ich so böse gemacht. Nein, nein, bitte. Geh weg. Ins Auge. Jetzt hier wieder mein Gewehr. Das gibt mir eine gute Position, Junge. Jetzt dreht sich dieses Miesvieh um. Komm, lauf, lauf, Forrest, lauf. Ja, super. Komm, nimm die Beine in die Hand, Junge. Nein, nein, nein. Bitte. Oh, mein Herz. Was ist denn jetzt hier? So, jetzt komm. Ey, bitte dreh dich um, Viech. Dreh dich um. Ja. Yeah. Was ist denn jetzt? Oh, nicht genug. Was? Was? Leute. Ich hab's geschafft. Günstig. Was denn jetzt noch hier? Viechzeug erledigen? Suche ich mir eine Position, ja. Komm. Oh, scheiße. Gucken, dass ich... Ja. Ja, sehr gut. Er kommt her. Was ist mit so einer Granate? Steht er genau vor mir und ich treffe ihn nicht. Komm her, Fifi, komm. Zack, in den Hintern, zack. Weg. Ist da noch einer? Da ist doch noch einer. Ich höre den doch. Und er schnappt schon wieder in der Luft hier. Kann doch gar nicht sein. Ich habe noch anderthalb Minuten Zeit. Da liegt er wie Kai in der Kiste. Oh oh. Schmeiße ich mal locker eine Granate rein. Zack, in den fetten Körper. Ja, nu. Hier, good old Kopfschuss. Tja, Dicken, nicht dein Tag, ne? Wo geht es lang? Hier erstmal ganz kurz abchecken. Da bestimmt, ne? Yep. Ich behalte mal lieber den dicken Onkel. Ja. Nochmal Treppen hoch hier. Menschen, die kennen mich sogar günstig.
günstig. Gott sei Dank bist du noch am Leben. Und du hast einen Freund mitgebracht. Das sage ich euch, ohne Gasmaske hier durch die Gegend rennen. Dieses Kind sollte nicht ohne Gasmaske hier draußen herumlaufen. Was zum Teufel war das? Kind, guck mal richtig hin. So ist es. Ein Kind von der Oberfläche. Ein Schwarzer. Nein, nicht erschießen, Miller. Dann oder guckt. Sie ihn weg von mir. Keine Maske. Ich hätte es wissen sollen. Der ist grün, aber der da ist gelb. Sag ihm, dass ich in Gefahr bin. Er scheint sich schnell anzupassen. Ja, das wird ihn am Leben halten. Kann ich mit ihm reden, Artyom? Oberst Miller, legen Sie Ihre Furcht ab. Dieses Kind ist die Zukunft. Ach du liebe Zeit. Sie brauchen nur seine Hand zu nehmen. Meine Hände sind schon voll. Ich bezweifle, dass dieses Wesen uns helfen kann. Aber Sie beide können ohne mich weitermachen, bevor ich zu einer besseren Einsicht gelange und die Erde von ihm befreie. So, was jetzt hier? Traum wieder? Ich kann seine Gedanken verstehen. Und ich kann deine hören, Artyom. Tja, guck an. Kannst du die Gedanken von jedem hören, indem du ihn einfach nur berührst? Bei Artyom ist es anders. Wir können auch aus der Ferne miteinander reden. Er wurde vor langer Zeit adoptiert. Siehst du, Artyom? Die Schwarzen haben dich verändert, damit sie uns verstehen können. Experimente haben sie mit mir gemacht. Ach du liebe Zeit. Sie rufen dich. Ich kann es hören. Öffne sie. Das sieht aus wie eine der versiegelten Türen in D6. Versiegelt? Sollte man nicht aufmachen. Hat auch ein starkes Schloss. Wir müssen sie aufbrechen. Das ist bestimmt nicht umsonst versiegelt. Versiegelt? Die sind drinnen. Und schlafen. Unglaublich. Sieh dir das an. Sie machen einen Winterschlaf. Guck an, guck an. Er ist nicht alleine. Ich muss sie wecken. Es wird Zeit, dass sie leben. Wir gehen jetzt alle dahin. Wir werden die Tür öffnen, wenn wir können. Da ist Tod. In der Nähe. Überall. Aber ich muss sie wecken. Oder für immer alleine bleiben. Jetzt hör zu. Hilf uns. Dann helfen wir dir. Ach, das sagt er mal so einfach. Was muss getan werden? Ich muss sie wecken. Wir müssen improvisieren. Das war jetzt improvisieren. Wacht auf, ihr Bastarde. Und jetzt zerfleischen die uns. Ah, back to Earth. Oberst, können Sie das Tor an der ein paar Kniebeugen zwischendurch. Bei D6 endet öffnen? Haben Sie den Code? Ich habe alle Codes für D6. Aber ich kann nichts versprechen. Müssen Sie aber. Er wird uns in der Polis helfen, wenn Sie es tun. Ja. Dann nehmen Sie ihn mit und erklären Sie mir alles unterwegs. Wenn ich überzeugt bin, dass er uns helfen wird, öffne ich Ihre Tür. Mir nach! Artyom, wir wussten bereits durch Khan von der Oktyabrskaja und wir haben Moskwin damit konfrontiert. Er hat nicht einmal versucht, das Gegenteil zu beweisen. Er sagte, dass es pures Glück war, dass ihr Trupp für chemische Verteidigung in der Nähe eine Übung machte. In der Lage waren, die Epidemie im Keim zu ersticken. So, was geht hier? Oh, Leute! Was kannst du dazu sagen? Selbst ich hätte das so gemacht. Aber Oberst, es war Lesnitzki, deren Agent. Der kurz vor dem Ausbruch in D6 einen... Richtig, der war's. Wie sie gucken. Ja und? Außer Artyom gibt es keinen lebenden Zeugen. Wer würde dem Orden glauben? Wir haben jetzt D6. Was, wenn wir diejenigen waren, die das Virus freigesetzt haben? Tja, dann... Die Roten haben versucht, ins Territorium der Hanse einzubrechen. Wir könnten Moskwin... Was können wir tun? Wir sind keine Armee. Wir haben weniger als 100 Kämpfer. Ja,
Mosquin hat zum Krieg gerüstet. Ja, was eine Pfeife. 100 Kämpfer, was ich jetzt so allein bewerkstelligt habe, du. Stimmt er vielleicht sogar einem Frieden zu? Und wir müssen alles tun, damit dieses Abkommen... Ja, nu. Solange wir uns hier unterhalten, geht die Welt unter. Immerhin. Er ist nur eine Marionette in Korbuts Kreisen Korbuts Streitkräfte sie ein. Was haben sie denn mit dem gemacht? Achso. Ja, haben sie denn eine bessere Idee? Sie haben diesen Affen hierher gebracht. Was jetzt? Wir sind damit durch. Gehen wir zum Ratssaal. Mir nach. Ja. Bitte um Erlaubnis, Meldung machen zu dürfen, Herr Oberst. Abgelehnt. Dringende Meldung an den Kommandanten der Sicherheitskräfte bei D6. Höchste Alarmstufe. Weisen Sie Kornejew an, bitte. Ach, er weiß, was zu tun ist. Hier, schön Manuskript. Gott, hoffentlich klappt das. Lang lebe das Reich. Ach gut. So, was ist jetzt hier? Mach dich bereit, Artyom. Ja, ich bin bereit. Nah bei dem Kleinen. Ganz nah. Ich würde aber sagen, hier an der Stelle mache ich Schluss und beende mein Let's Play, sonst wird die Episode zu lang. Ja, passt ja genau. Jetzt hier direkt Action. Ich mache an der Stelle Schluss und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin, bleibt sauber und haltet euch senkrecht. Euer Protoist. Ciao.